Hallo und herzlich willkommen zurück bei Little Nightmares 2. Weiter. Wir haben gesehen, wie jetzt alle Selbstmord begangen haben, weil sie in Sauron reingeguckt haben. Sauron sehen wir hier oben. Sauron, der Mega-Fernseher. Sauron. Okay, und wir wollen jetzt hier in dieses Loch hüpfen, weil wir das so gut finden. Okay, hier hat jemand gequalmt. Also wenn ich jetzt in Night City wäre, würde ich mich total freuen, diesen Aschenbecher mitzunehmen. Wir müssen da lang, aber wir machen erstmal den Fernseher an. Erstmal den Fernseher machen. Ich weiß doch nicht warum, wir machen erstmal den Fernseher an. Hier haben wir eine Tür. Diese Tür können wir nicht öffnen, weil wir ein kleiner Zwerg sind. Nein. Ich will erstmal gucken, was es hier gibt. Wieso ist nicht so schwarz? Okay, also da ist eine Leine dran, also müssen wir den bestimmt nach unten schieben. Wo sind wir denn? Hier. Ja, ich sag doch, wir müssen den nach unten schieben, da ist eine Leine dran. Und dann müssen wir da reinspringen, um da unten rauszukommen. Oh. Ja. Also manchmal habe ich auch einen richtigen Riecher. Gehen wir hier in diesen Fernseher rein. Wow! Wow! Geh da hoch! Okay, es hat gespeichert. Irgendwas hört sich hier voll eklig an. Oh nein, es hat wieder... irgendwas passiert hier wieder. Oh, ich wollte gerade sagen, was haben wir denn jetzt gemacht? Alles klar, wir müssen da jemanden befreien scheinbar. Oh Gott. Okay. Dazu sagen wir jetzt nichts, oder? Also dazu sagen wir jetzt wirklich nichts. Das ist ja schon, die ganze Brühe ist ja hier. Also ich habe gar nicht gesehen, dass hier überall Wasser ist, aber hier ist ja überall Wasser. Das ist schon cool, was die sich hier einfallen lassen. Für kleine Rätselchen und so, das ist echt cool. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Der gibt mir einfach seinen ganzen Fernsehinput weiter. Die eigentlich schon mal wieder lang irgendwie viel geguckt. Fällt mir gerade so ein. Jetzt bei dem Fernsehthema. Also ich muss sagen, dass ich hier schon sehr lange keinen Film habe. Eher so Serien, dann Essen dann, aber so Film, so gar nicht. Okay. Genau, ich hatte nämlich gedacht, hier das weiße Feld wäre nur Wasser, aber... So. Arsch. Ja. Ach nee, hier ist ja noch sowas. Also, was haben wir denn hier? Da haben wir ein Loch in der Wand. Hier müssen wir dann rein. Okay. Das können wir nicht machen. Okay, wir gehen mal in das Loch hier rein, in der Wand. Löcher in der Wand sind sehr gut. Können wir mal reinklotzen. Reingehen. Oh! Ich hab schon gedacht, ich sterbe jetzt. Hier liegt deine Puppe. Ich möchte bitte die Puppe. Nee, mit der können wir nichts anfangen. Wieso steht sie eigentlich immer so? Oh, X.
Okay, hier haben wir ein Fernseher und ein Päckchen und ein das da. Okay. Da ist die Uhr. Nee, Quatsch, nicht die Uhr, das Auge. Wartet mal, ich muss mal ganz kurz gucken. Irgendwas hat jetzt geklingelt. Was hat denn jetzt gerade geklingelt? Irgendwas hat in meinem Kopf geklingelt. Also es kann auf jeden Fall nicht sein. Okay. Gut, dann eben halt nicht. Dann schieben wir es eben halt in die andere Richtung. Kann eigentlich nicht leer sein. Und die Kopfhörer. Wisst ihr, was ich mich gerade frage? Was das bringen soll? Ach, da müssen wir nicht außen. Ach, wir kommen jetzt uns gar nicht hoch. Was mache ich hier überhaupt eigentlich gerade? Ich muss das doch hier hinschieben. Okay, seht ihr, wir kommen auch ganz klar, ganz einfach ohne sie klar. Reicht das? Ach ja. Nein, nein, nein. Das doofe Gefühl müssen bei dieser Spielzeugetage raus. Ne? Deswegen versuchen wir das einfach nochmal. Hier gehen wir mal in hier das ekelhafte Loch rein. Und dann sterben wir zum Glück nicht dabei. Wir sind jetzt nur hier. Das mit den Aufzügen, das haben wir jetzt eigentlich schon drauf. Also. Aber wenn wir jetzt da drauf. Dann geht das doch wieder zu. Wir wollen doch aber nicht das zu. Wir gehen erstmal da hier rein. Irgendwas klingelt hier immer in meinem Ohr. Hört ihr das eigentlich auch? So, wir sind jetzt hier. Das ist was? Nee, das bringt schon mal nichts. Hier ist unser Paket. Das ist wieder so ein Rätsel, wahrscheinlich so offensichtlich, dass ich nicht schnalle. So. Ja gut, das ist ja auch schon die sechste Folge, die ich jetzt aufnehme. So. Alles klärchen. Wir machen jetzt hier den Fernseher an. Siehst du, das geht nicht.
müssen garantiert hier aussteigen. Ich würde gerne hier aussteigen, bitte. Kann aber auch das Ding nicht dazwischen stellen, weil. Klopf, klopf, wer ist da? So. Halt voll doof jetzt. Also ich gehe da so mal rein. Was ist los? Nee, den kann man nicht schieben. Ich kann mit dem irgendwas machen. Nee. Nee, wir können uns da nur dranhängen. Klingelt denn hier so? Ich bin gleich wieder da. Irgendwas klingelt hier ständig. Oder ich schau mal ganz kurz in meine Dingsbums hier rein. Bluetooth-Geräte. 20%. Ach so, 20%. Ach, dann ist bestimmt der Akku bald leer von meinen Bluetooth. Ich hatte nämlich so Bluetooth-Kopfhörer gerade auf. Okay, aber 20% sind doch locker, ey. Das schaffen wir doch locker. Ja, wäre nur cool, wenn ich das hier auch so hinkriegen würde. Gehen mal in diesen Fernseher. So. Ein Wunder, wir sind wieder draußen. Kann man das eigentlich machen? Ich würde halt gern, was passiert, wenn wir das so machen. Oh. Es funktioniert so, also nicht so, wie ich vorhin gedacht habe, dass es funktioniert. Okay, und wir können es aber auch nicht bis dahin schieben. Hier finden wir wahrscheinlich auch nichts. Koffer. Okay, Koffer. Können wir mit dem Koffer machen? Koffer. Koffer. Oh. Das ist ja cool. Oh, das nehmen wir jetzt mal mit. Das kann uns doch bestimmt helfen. Na. Komm mit. Cool. Das ist ja schon wieder cool. Können wir das jetzt da dazwischen klemmen? Wieso geht das nicht? Das ist doch schrecklich. Oh, das ist fürs Auge. Okay. Dann geben wir jetzt dem Auge das. Da ist nämlich das Auge auf. Soll ich das mal zeigen? Da, seht ihr Auge. So. Bitte Auge. Bitte schön. Bitte. Auge, Auge. Was haben wir hier? Da ist kein Auge drauf. Soll ich vielleicht so ein... Das geht dann aber auf die Nerven. Soll ich vielleicht so einen Schuh nehmen? Ich meine, wir haben ja hier genug Zeug. Ich nehme jetzt diesen Schuh und stelle den dazwischen. Ist irgendwie semi gut.
nehmen wir eben halt das Ding hier mit. Wir müssen ja jetzt erstmal dieses Paket abliefern. Wir spielen jetzt mal die Post von der letzten Folge. Scheinbar nimmt das Auge die Post nicht immer an. Wir müssen mal zum nächsten Zustelltermin wechseln. So. Klopf, klopf. Nee. Also wir haben jetzt alle ganze Post hierher gebracht. Was soll denn das bitte jetzt? Hä? Das ist doch bescheuert. Sollen wir das Paket doch dazwischen klemmen? Aus hier. Kann man das? Oh, das hört sich so eklig an. Oh, wieso höre ich das jetzt? Was bringt uns dieses Paket? Das ist die Frage. Dieser Schuh hat uns immerhin auch nichts gebracht. Jetzt haben wir ein Paket. Hallo, Klingling. Wir sind Paketbote. Hallo. Wir bringen Ihnen ein Paket. Hi. Hi. Paket. Okay. Gibt's hier noch? Schlüpper. Brauchen wir diese Schlüpper? Ich hoffe, dass ihr dieses komische Klingeln nicht hört von diesem doofen Kopfhörern, die an sich voll geil sind, weil die brauchen keinen USB-Anstöpsel, die sind einfach Bluetooth. Ich habe nämlich schon an meinem Laptop zwei USB-Dinger. Aber das Ding ist echt nervig, muss ich sagen. Was sollen wir jetzt hier machen? Hallo, ich bin da. Ich würde gerne die Post abgeben. Gut, dann schieben wir erstmal halt den wieder zurück. Haben wir sonst nichts zu tun. So, stellen wir das mal wieder hier hin. Direkt. So, okay. Ja, jetzt haben wir hier vorne noch die Post. Die können wir jetzt hier nicht ausliefern. Hallo. So würde ich den halt gern dazwischen schieben. Wieso geht denn das nicht? So. Kann ich da vielleicht auch sowas machen? Fast. So, ich guck noch mal. Also, was macht man jetzt? Guck mal hoch oder gehen wir noch mal da rein? Wir gehen erst mal. Wir gucken mal da rein.
Ja, wieso geht er nicht rein? Okay. Wir sind jetzt hier oben. Nee, hier können wir auch nichts machen. Gut, hier können wir nicht zurück, weil das bringt uns ja nichts. Alles klar. Oh, das geklingelt. Es klingelt alle 3 Minuten, glaube ich. Sollen wir hier vielleicht irgendwie weiter? Nee, hier sollen wir auch nicht weiter. Ha, wir haben jetzt hier unseren Fernseher. Wir können uns hier nach unten, wir beamen uns mal nach unten. Nee, wartet mal. Aber ich habe Angst, weil ich kann mich ja jetzt hier nicht runterfallen lassen. Nee, dann würden wir ja auch sterben, wenn wir das... Oder? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass das so ist. Nee, das funktioniert nicht. Okay. Das funktioniert schon mal nicht. Wir schieben jetzt erstmal wieder unser Paketchen hier rüber. Liegt eigentlich das andere Paket noch da? Nee. Ich würde gerne das andere Paket zustellen. So. Wir machen es erstmal alles wieder wie vorher. Damit ich mich hier mal tuckeln kann. Schieben das mal ganz dran. So. Na? So. Jetzt machen wir hier den Fernseher an. So, Fernseher ist an. Und jetzt... wir mal. Jetzt machen wir mal hier diesen Koffer wieder auf, weil wir das so gut können. Jetzt holen wir dieses Päckchen raus. Ich will dieses Päckchen zustellen. Was hat es mit diesem Päckchen auf sich? Kann ich es vielleicht reinwerfen? Ich will das verdammte Päckchen. Ich will das Päckchen zustellen. Fast. So. Ich würde es am liebsten gerne einpacken. Ja, ist okay. Bluetooth-Dingsbums, ich höre dich. Ja. Okay, da will niemand das Paket annehmen. Ja, ne? Jetzt haben wir das Problem hier noch. Wie ist das? Verdammt. Ich hoffe, ihr hört jetzt nicht alles doppelt. Also vom Ton her. Ja. Ich versuche jetzt einfach mal ohne Ton zu spielen, weil meine Kopfhörer sind nämlich gerade ausgegangen. Ja, das ist jetzt nicht so geil. Oh, Entschuldigung. Aber steht da jetzt gerade wieder was? Verstellt. Warum verstellt denn das immer automatisch? So, okay. Also, wir sind jetzt hier und wir müssen... vorhin mussten wir auf den...
auf den Aufzug hüpfen. Aber wir haben ja gar keine Möglichkeit, auf den Aufzug zu hüpfen. Oder hat das irgendwie damit zu tun, dass wir uns irgendwie hochteleportieren müssen? Aber ist auch komisch, oder? Dann müssen wir den ja hochschicken, reinhüpfen und runterspringen und dann hoffen, dass wir da rauskommen. Das ist doch bescheuert, oder? Das kann doch nicht sein. Probieren wir es einfach mal. Aber das, glaub nicht, dass das so funktioniert. Jetzt gehen wir hier rein. Jetzt sind wir hier. Gehen wir mal hier hin. Oh! Es hat sogar beinahe geklappt. Hä? Ist das. Soll das echt so. Soll das echt stimmen? Also das glaube ich jetzt irgendwie nicht. Okay. Gehen wir nochmal rein. Was bringt jetzt aber? Ich will den runterschicken. Ah, gut, so können wir den aber auch runterschicken. Nein, ich will da nicht hin. Fernseh, bitte hör auf. Fernseh, bitte. Bitte hören Sie auf, Fernseh. Also, das scheint wohl zu funktionieren. So aus. Ich würde gerne die Musik hören und meine Kopfhörer sind leer. Und wenn ich den Fernsehton jetzt lauter mache, ich glaube, dann hört ihr die nicht auch doppelt. Ich versuch's mal. Okay, also jetzt höre ich ein bisschen den Fernsehton. Also das muss wohl so funktionieren wie vorhin. Raus, 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 raus. Nein! Ach, Kacke. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Also, ihr wisst aber, was ich meine, oder? Also, am nächsten Mal wird dann mein Headset wieder aufgeladen sein. Ich will es jetzt nur nicht dranhängen, weil ich nicht weiß, welches Aufladegerät da dazu gehört. Okay, also müssen wir uns ganz, ganz schnell beeilen und dann geht das wohl auch irgendwie. Okay, liebe Musik. Okay, also. Fernsehspaß geht weiter. Nachdem wir den. Paket nicht zustellen können. Okay, okay, okay. Lauf, 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 lauf. Nein! Wieso komme ich denn da nicht raus? Was soll denn der Dreck? Da oben komme ich doch auch. Das ist doch Kacke. Aber es schlägt halt leider echt aus. Ich hoffe, es ist nicht ganz so schlimm, dass ihr das jetzt die letzten paar Minuten doppelt hört, weil ich nehme ja immer so 30 bis 31 Minuten auf. Und beim nächsten Mal wird es auf jeden Fall wieder schlimmer. Da habe ich dann mein Zeug auf dem Ohren. Deswegen hoffe ich, dass ich jetzt dagegen ankomme, irgendwie gegen diese Musik. Also, an sich ist das Rätsel ist an sich nicht schwer, wenn man drauf kommt. Und wenn man schnell gehen muss. Wenn man natürlich so wie ich ist und recht langsam, dann ist es sehr schwer, das Spiel, ja? Wie es sich einfach. Ich bin wie so ein Weg, der auf sich nicht. Okay.
Hoffnung. So, auf ein neues. Rutsch da rein. Wieso? Der kotzt mich an. Ernsthaft. Der kotzt mich so an. Was ich halt gerade überlege, ist, ob wenn ich das falsch mache, ich packe das Ding an, mache, ist es jetzt etwa so weit? Ist es... Alter! Ernsthaft. Und ich mache hier die ganze Zeit rum. Also, ich habe jetzt ungefähr 15 Minuten rausgeschnitten. Gehe ich mal davon aus, dass ich auf 30 Minuten komme. Ich hoffe jetzt, es hat gespeichert. Weil ich weiß es nicht und ich wollte es nämlich ausmachen. An sich weiß ich aber, wenn ich morgen wieder weiterspielen soll oder demnächst, wie es funktioniert, weil, ja, andersrum, jetzt ja gar nicht, oh Gott, wie konnte ich da noch nicht drauf kommen, wieso hat das so ewig gedauert, bis ich da drauf gekommen bin, das kann doch gar nicht wahr sein. Okay, gut, ich hoffe, es ist nicht so schlimm, wenn ich sowas rausschneide, weil sonst hätte ich jetzt eine 45-Minuten-Folge gehabt und das will, glaube ich, keiner sehen, wenn ich da ständig runterfalle und sterbe und sowas. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bleibt schön gesund. Schreibt gerne was in die Kommentare. Seid ihr sofort drauf gekommen auf dieses, bei diesem Mini-Rätsel. Ansonsten würde ich mich natürlich über ein Like für die Folge freuen oder allgemein auch für das Spielchen. Und dann sehen wir uns morgen wieder. 15 Uhr. Tschüss.